Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Video-Review hier auf Starblight.de, heute zu SH Figure Arts Super Mario Yoshi, dem kleinen freundlichen grünen Dino aus den Super Mario Spielen. Ich glaube, seinen ersten Auftritt hatte er damals in Super Mario World für das Super Nintendo und ist seitdem festes Mitglied der Nintendo-Familie. Und ich finde, da gehört er auch hin, denn ist ein süßes Kerlchen. Hat schon diverse Auftritte in Spielen hinter sich, gehört natürlich zum festen Ensemble von Smash Bros., Mario Party, Mario Kart, ich glaube auch Mario Tennis etc. etc., was da alles für Spiele gab. Und hat auch schon ein paar Amiibo-Figuren abbekommen und ist eigentlich aus der Nintendo-Welt nicht mehr wegzudenken. Deswegen war es für mich eigentlich auch ein No-Brainer, dass ich mir die Figur zulege. Gerade die SH Figure Arts Figuren bestechen natürlich durch viele Details, durch viel Zubehör und eben auch durch eine gute Beweglichkeit. Und ja, bevor wir uns Yoshi angucken, werfen wir einen kurzen Blick auf die Verpackung. Die kommt im relativ bunten Super Mario-Style daher. Hier sieht man auch Mario auf Yoshi reiten. Das geht, das ist möglich. Und hier halt der bunte Super Mario-Schriftzug, hier oben das SH Figure Arts Logo. Hier auf der Seite sehen wir, wie Yoshi ein Ei wirft. Hier oben ein bisschen was. Also man zeigt hier so ein bisschen, was eben mit der Figur möglich ist oder wie sie sich halt in die anderen Sets integrieren lassen kann. Hier sieht man auch Luigi kann auf Yoshi reiten. Also es wurden zwei verschiedene Sattel beigelegt, einmal für Mario, einmal für Yoshi. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr weiß, welcher jetzt für wen war, aber es ist ja auch egal. Und hier ein bisschen Zubehör und niedliche kleine Verpackung. Gucken wir uns jetzt mal Yoshi an und natürlich auch das Zubehör in Natura. Da haben wir nämlich einmal hier den austauschbaren Rachen mit der ausgestreckten Zunge, dieses Flop. Dann ein paar Ersatzaugen. Wie man die austauscht, zeige ich euch natürlich gleich noch. Ein zweites Paar Hände, hier halt jetzt die Fäuste. Und die eingangs erwähnten Sattel. Wobei ich gleich mal ausprobieren muss, welche für wen war. Ich meine, hier der dünnere war für Mario, weil er die Beine nicht so weit auseinander kriegt wie Luigi. Oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Andererseits hat Mario den dickeren Hintern. Probieren wir gleich mal aus. Und dann sind wir schlauer. Ich könnte auch einfach mal gucken, ob ich nicht noch die Anleitung hier drin habe. Das könnte nämlich gut möglich sein. Und Trommelwirbel. Ja. Ah ja, haha. Schau einer an. Da werden wir doch bestimmt schlau draus. Ja. Alles klar. Sehe ich hier an dieser Form. Der hier ist für Luigi und der etwas breitere ist für Mario. Alles klar. Problem gelöst. Dann kommt Yoshi hier mit so einer Figurenbase. Auch hier so einen kleinen Ärmchen zum Draufstecken. Und man halt eben auch hier so Sprung- oder Flugposition nachstellen kann. Ist ein bisschen kürzer als bei Luigi und Mario. Finde ich auch nicht tragisch. Kann halt hier auch dann die Teile rausnehmen und das halt so hinstecken, wie man möchte. Es gibt auch Verbindungsteile, die waren aber nicht beigeliefert, dass man hier diese Bases aneinander stecken kann. Also ich habe jetzt insgesamt drei Bases. Und die könnte ich halt dann hier drüber zusammenstecken. Dann haben wir noch hier die Hand mit Ei. Kann das eigentlich auseinandernehmen? Nee. Also das Ei ist fest an der Hand dran. So, ich tausche mal kurz aus. Damit ihr mal seht, wie es hier mit Fäusten aussieht. So. Und macht schon mal einen ziemlich coolen Eindruck, wie ich finde. Sieht wirklich detailliert aus. Was halt vielleicht ein bisschen störend wirken könnte, sind hier die Ellenbogengelenke. Andererseits bin ich froh, dass Yoshi Ellenbogengelenke hat, denn die sind wirklich nützlich. Andererseits reißt es ein bisschen den Look raus. Wirkt nämlich sonst ganz einheitlich und hier wird das echt so ein bisschen unterbrochen. Ich habe mir jetzt noch eine weitere SH Figure Arts Figur bestellt, die befindet sich gerade auf dem Weg von Japan zu mir, nämlich SH Figure Arts Pikachu. Da finde ich, sieht das mit den Gelenken noch ein bisschen
weniger schön aus, zumindest auf den Bildern, wie es in Natura wirkt. Das seht ihr dann natürlich dann in der Review, die dann kommt. Ich habe jetzt hier auch, bevor ich auf die Zubehörteile eingehe, einen Vergleich zum World of Nintendo Yoshi von Jack Specific. Die gibt es bei Müller etc. zu kaufen, GameStop, Saturn glaube ich auch, kosten ca. 10 € das Stück. Und hier hat man jetzt mal einen Vergleich zwischen der High Collectors Variante und der etwas günstigeren Massenvariante. Natürlich sind hier die Farbdetails viel besser verarbeitet, aber ich finde auch als Billig-Variante kann Yoshi sich sehen lassen. Review zu Yoshi blende ich euch hier oben ein. Könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Faszinierend ist auf jeden Fall, dass die größentechnisch nahezu identisch sind. Also ich glaube, wenn man jetzt nicht unbedingt hier den Ellenbogen sehen würde, würde man auf Distanz gar nicht erkennen, was was ist. Also nicht schlecht. Vor allem, das muss ich noch kurz erwähnen, der hier ist weitaus schwerer, hat aber halt auch nur 5 Artikulationspunkte. Und hier der gute Yoshi ein paar mehr, das zeige ich euch gleich alles, wie gesagt. Wir können die Augen auswechseln, habe ich euch schon angedeutet. Das ist relativ einfach. Wir nehmen hier einmal diese Sektion ab. So, jetzt sieht Yoshi ein bisschen komisch aus. Können dann hier die Augen rausnehmen, die anderen Augen draufstecken und stecken das komplette Teil wieder hier drauf. So einfach geht das. Was ich gut finde, ist, dass hier dieser Zapfen vom Hornkamm, dass der beweglich ist. Denn wenn man den Kopf zurücklehnt, klappt der ein und sorgt dafür, dass halt eben hier kein Widerstand oder nicht so viel Widerstand vorhanden ist. Dann sehen wir halt auch, dass Yoshi halt den Mund ziemlich weit aufmachen kann. Was bei meiner Figur ein bisschen schade ist, ist, dass der Kopf relativ leicht abgeht. Der sitzt hier, wie ihr seht, auf einem kleinen Stab und lässt sich relativ einfach abnehmen. Ist manchmal auch von Vorteil, nenne ich zum Beispiel, wenn ich hier das Teil auswechseln möchte, was jetzt vorführeffektmäßig natürlich wunderbar funktioniert. Ich mach's. Ah, ich hab's schon so oft gemacht und jetzt. So, jetzt aber. Ist hier nur leicht befestigt, also sollte eigentlich relativ problemlos gehen. Und dann könnt ihr hier die rausgestreckte Zunge dran stecken. So. Und dann halt hier dieses Nom darstellen. Ich kriege das Geräusch nicht unbedingt hin. Ich guck mal, vielleicht blende ich es dann irgendwie mit einem runtergeladenen Geräusch ein. Recht lustige Länge eigentlich auch. Also auch wenn man das Spiel gespielt hat, relativ passend. So. Finde ich auch gut, dass man den Mund öffnen kann. Die zu öffnende Weite hängt halt davon ab, wie fest bei euch der Kopf sitzt. Wie gesagt, bei mir sitzt er etwas lose, deswegen ist das so das Maximum, was ich halt meistens mache. Reicht aber auch schon, finde ich. Dadurch sieht Yoshi halt schon so leicht grinsend aus, ein bisschen grenzdebil. Dann haben wir, wie schon erwähnt, den austauschbaren Sattel. Nicht gleich den Kopf verlieren, mein Guter. So, den könnt ihr einfach so ein bisschen abdrehen. Hier seht ihr dieser Steckpunkt für den Rückenpanzer. Der sitzt auf zwei Gelenken. Einmal das Gelenk hier drin und dann noch hier dieses äußere Gelenk. So könnt ihr halt eben auch mit den Satteln ein bisschen rumprobieren, wie das jetzt gerade am besten passt. So. Zum Beispiel könnt ihr den Sattel halt jetzt auch ein bisschen niedriger setzen. Ich finde gut, dass sie an so eine Möglichkeit gedacht haben hier mit Sattel. Finde es aber ein bisschen nicht so passend optisch. Das seht ihr jetzt gleich auch warum. Zur Befestigung hier packe ich das Ding drunter. So, jetzt versuche ich mal Mario drauf zu friemeln. Yoshi guckt schon ganz freudig hier. Oh nein, schon wieder der Dicke. So. Ich nehme den Kopf dafür doch lieber ab. So. Oh Gott, wie haben die das denn da gemacht? So. Okay. Also ich habe das mit Mario noch nie ausprobiert, muss ich hier an dieser Stelle auch gestehen.
Aber Mario hat halt auch schon ordentlich Gewicht drauf, deswegen. Theoretisch müsste das doch. Also hier gibt es auch keine. Ah, doch, jetzt sitzt es relativ gut, glaube ich. So. Ich würde halt versuchen, Yoshi irgendwie ein bisschen gebeugter zu positionieren. Sonst sieht es halt wirklich aus, als würde der den Huckepack tragen und nicht halt irgendwie wie ein Reittier auf dem Rücken. So. Also wirklich gut sieht das meiner Meinung nach ehrlich gesagt nicht aus. Also ich würde es so nicht ins Regal stellen. Sagen wir es mal so. Ich denke, das klingt relativ diplomatisch. Ich finde es auf jeden Fall cool, dass sie an so eine Funktion gedacht haben. Aber wirklich ansehnlich ist das nicht. Ich denke, dafür hätte man halt noch weitaus mehr Gelenke einbauen müssen und den ganzen Trara. Und das hätte dann halt auch eben für Instabilität gesorgt. Und naja, also so wie es ist, schön, dass ihr dran gedacht habt, liebe Designer, aber umsetzbar finde ich es irgendwie optisch jedenfalls nicht. So, Thema Beweglichkeit. Die ist ziemlich gut für eine kleine Yoshi-Figur relativ viel. Wir haben nämlich hier den Kopf, der sitzt hier auch auf einem weiteren Gelenk, dass wir halt den Kopf ein bisschen bewegen können. Kann dadurch halt auch den Mund öffnen. Dann, wie gesagt, hier, das zähle ich jetzt einfach mal mit als Bewegungspunkt, weil es halt eben durchaus seine Existenzberechtigung hat. Dann haben wir hier ein Kugelgelenk in den Schultern. Die können hier einmal drumherum. So. Dann haben wir hier ein Kugelgelenk im Ellenbogen. Da haben wir auch. Na, kann das nicht drehen? Nee, also kein Rotationspunkt, wirklich nur ein reines Scharniergelenk. Aber dafür halt hier. Ist auch kein Scharnier. Doch, ist ein Kugelgelenk, alles klar. Ich habe nichts gesagt. Ist ein Kugelgelenk. Kein Taillengelenk, was ich auch nachvollziehbar finde. Dafür dann halt hier an den Beinen. Kein Kniegelenk. Dafür aber halt hier ein leichtes Gelenk in den Füßen, in den Schuhen. Wodurch er halt eben auch ein bisschen breitbeiniger stehen kann oder halt eben auch ein bisschen die Beine mehr zusammen. Ich finde die Beweglichkeit ausreichend. Sie ist jetzt nicht optimal. Also man kann nicht irgendwie, weiß nicht, also komplexe Bewegungen nachahmen. Aber ich finde halt für das, was er soll, absolut ausreichend. So, jetzt stecke ich nochmal hier den Arm mit dem Ei dran. Und es sieht halt auch sehr cool aus. Es sieht halt wirklich aus, als würde er es jeden Augenblick werfen wollen. Oder ist im Begriff, das zu werfen. Oder hält es einfach nur auf der Hand. Also zubehörtechnisch hat man hier doch was ziemlich Cooles gemacht. Kann ich so auf jeden Fall für gut befinden. Ist eine sehr coole Figur. Ich habe mich sehr gefreut, den auf jeden Fall noch in meiner Sammlung hinzufügen zu können. Ich hinke aber ein bisschen mit der Reihe hinterher. Ich meine, es kam halt noch ein Repaint von Mario hier mit Feuerblume und mir fehlt noch ein Diorama-Set, beziehungsweise halt Zubehör-Set, wo dann halt ein paar Gegner von Mario drin sind. Aber für, ich glaube, was habe ich bezahlt, um die 25 €, durchaus akzeptabel, bietet natürlich weitaus mehr als halt jetzt eben das billigere Äquivalent für 10 € und hat halt auch, finde ich, eine relativ gute Verarbeitung. Wie gesagt, nur doof bei mir ist, dass der Kopf leicht abgeht. Aber naja, das ist ein kleiner Mangel, den ich so aber durchaus tolerieren kann. Sonst wirklich eine ziemlich coole Figur, eine tolle Erweiterung für meine Nintendo-Sammlung. Und ja, wie gesagt, als nächstes kommt dann SH Figure Arts Pikachu, wahrscheinlich im Laufe der nächsten Tage. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich hoffe, ihr freut euch mit mir. Schaut dann auch rein, wenn die Review kommt. Lasst ein Däumchen nach oben da für diese Review. Schaut doch mal in die anderen Videos rein und mal hier unten in die Videoinfo. Da ist auch der Link zu Actionfiguren24, der Shop, wo ich die Figur gekauft habe. Und ja, sonst auch mal auf starblight.de surfen, mal in unsere Facebook-Gruppe schauen und und. Würde mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal auch einschaltet. Bis dann und auf Wiedersehen.